Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für die FIFA 14 Skill Games. Und wir hatten ja in den letzten beiden Folgen schon die beiden Flachpass-Disziplinen abgeschlossen. In der ersten Folge hatten wir 1600 Punkte bei der Skill Challenge in Flachpass geschafft. Und auch beim zweiten Mal haben wir noch nach ein paar Versuchen und nachdem ich auch schneiden musste, die Gold Challenge geschafft. Und somit auch in der Skill Challenge nochmal 2000 Punkte geschafft. Und heute geht es dann letztendlich um das Schießen und nicht mehr ums Passen. Ein bisschen Erleichterung für die Finger, beziehungsweise ein bisschen Erleichterung, ja, auch für das Gehirn, weil man, denke ich, beim Schießen nicht mehr so viel nachdenken muss wie beim Passen. Und wir gucken mal einmal kurz den Text an. Über harte und angeschnittene Schüsse, sowie Kopfbälle und setze deine neuen Fähigkeiten in der Skill Challenge ein, um den Highscore zu knacken. Ja, also ganz normales Schießen halt, denke ich, wahrscheinlich nichts Besonderes. Vorgeschrittenes Schießen in der nächsten Folge wird dann wahrscheinlich nochmal was Spezielleres sein und was auch Anspruchsvolleres. Aber in dieser Folge wird es dann erstmal um das ganz normale Schießen gehen. Wir starten, denke ich, auch wieder direkt mit dem Bronze-Level. Mir fällt gerade auf, ich habe den Spieler gar nicht geändert. Ist jetzt, glaube ich, aber nicht so schlimm. Dann werde ich das einmal kurz jetzt machen. Seht ihr jetzt auch komplett live, wie ich jetzt den Spieler ändere. Könnt ihr auf einmal kurz gucken, wie das geht. Und zwar auf Anpassen und dann auf Einstellung. Und hier kann man dann den Spieler und den Torwart wählen. Beim Torwart bin ich immer noch bei Loris, weil er einfach bis jetzt noch nichts zu tun hatte. Und wir gucken nochmal nach einem Spieler aus Deutschland. Gucken wir nochmal, ob vielleicht einer einen guten Schuss hat. Von Nürnberg, glaube ich, denke ich mal, standardmäßig eher nicht so. Gucken wir mal bei Dortmund vielleicht, mit Reus. Gibt es eigentlich einen, der einen guten Schuss hat, eigentlich? Mkhitaryan jetzt nicht so viel, aber vielleicht Robert Lewandowski, weiß ich aber auch nicht genau. Vielleicht auch bei Bayern, gucken wir mal bei Bayern. So mache ich das halt normalerweise. Ribéry vielleicht, hat aber auch nicht so einen guten Schuss jetzt. Toni Kroos aber eigentlich. Ich glaube, ich werde Toni Kroos nehmen. Toni Kroos ist, glaube ich, ein geiler Mann dafür. Und dann wählen wir jetzt einfach mal Toni Kroos aus. Und mit dem werden wir dann heute die Skill-Challenges, die dritte Skill-Challenge, bestreiten. Und dann gehen wir direkt mal rein. Wir fangen natürlich an mit dem Bronze-Level. Und zwar, drücke B, um aufs Tor zu schießen. Je länger du B gedrückt hältst, desto härter und höher fällt der Schuss aus. Mit dem linken Stick kannst du nach rechts und links zielen. Du hast 8 Versuche, um alle 4 Ziele im Tor zu treffen. Alles klar, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in die Ecken treffen. Also, ja, unten rechts, unten links, oben links und oben rechts. Machen wir doch einfach mal weiter. Hier seht ihr jetzt auch, dass wir Toni Kroos gewählt haben. Hier sieht man es, Schussgenauigkeit 276, aber Schusskraft 88 und Volley ist 83. Wenn das nicht so gut klappt mit ihm, dann nehmen wir vielleicht nochmal einen anderen Spieler. Aber im Moment denke ich, dass es mit Kroos doch ganz gut klappen sollte. Wir probieren jetzt erstmal unten rechts. Klappt leider nicht. Ein bisschen unglücklich. Probieren wir mal unten links jetzt. Das klappt. Sehr guter Schuss hier von Toni Kroos. Probieren wir nochmal unten rechts. Diesmal geht auch der rein. Oder geht auch der dran. Jetzt machen wir oben links. Schöne Sache hier von Toni Kroos. Richtig geil gemacht. Und jetzt nochmal oben rechts. Auch der trifft er. Hier sieht man, wieso Toni Kroos so geile Schüsse hat. Und wieso ich auch unbedingt die Skill-Challenge mit ihm machen wollte. Das Bronze-Level hier mit ihm machen wollte. Oder allgemein die Challenge hier. Und ja, hier seht ihr es. 10.981 Punkte von 5.000. Also mehr als das Doppelte erreicht. Also richtig gut von Toni Kroos hier gemacht. Und wir machen direkt weiter mit dem zweiten. Mit dem Silber-Level. Drücke B, um zu köpfen. Je länger du B gedrückt hältst, desto härter und höher fällt der Kopfball aus. Mit dem linken Stick kannst du nach rechts und links zielen. Du hast 8 Versuche, um alle 4 Ziele im Tor zu treffen. Du verlierst Punkte, wenn du die Spielerfigur triffst. Ja, die Spielerfigur ist die, die auf der Linie steht und so ein bisschen immer hin und her geht, wie so ein Torwart wahrscheinlich. Und wir müssen Kopfbälle machen, finde ich auch interessant. Wir dürfen keine Fallrückzieher oder ähnliches machen. Also wir müssen auf jeden Fall Kopfbälle machen. Machen wir das doch mal, auf jeden Fall. Und wir haben schon mal direkt die Figur getroffen, das ist natürlich auch schön. Jetzt vielleicht, ne, das war da ja ein Schuss, deswegen zählt er auch gar nicht. Jetzt vielleicht, wieder die Figur getroffen. Kann doch gar nicht sein. Schöner Flugkopfball, da haben wir auch den ersten Ziel getroffen direkt. 1750 Punkte dafür bekommen. Und auch das nächste Ziel getroffen, jetzt haben wir schon mal 700 Punkte. Das ist doch schon mal ganz gut, jetzt machen wir mal da oben. Ah, schade, kommt da ja nicht an. Mit Toni Kroos ist es natürlich jetzt auch nicht so geil, einen Kopfball zu machen hier in FIFA 14. Er ist nicht der Mann, der für Kopfbälle bekannt ist, aber er trifft immerhin das Ziel hier. Und ich habe immerhin 2000 Punkte geschafft, ja. Wenn ich zweimal diesen Typen dann nicht getroffen hätte, dann wäre ich schon fast bei 5000 gewesen. Jetzt schöner erster Kopfball hier auf den unten rechts. Jetzt, ja, der Kopfball leider ein bisschen zu zentral. Machen wir mal den oben. Ja, schade, ich hatte gedacht, dass der jetzt eventuell kommt. Machen wir doch mal noch auf die andere Seite. Das klappt aber auch nicht. Ist nicht so einfach auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich wieder versucht, den oben rechts, und diesmal köpft er gegen die Latte. Ziemlich unglücklich auf jeden Fall. Und diesmal habe ich links versucht, aber es klappt alles noch nicht so wirklich gut. Zumindest nicht so, wie ich es mir erhofft hatte.
Jetzt vielleicht nochmal, diesmal trifft er auch das Ziel, aber ich werde das nicht mehr schaffen, ich muss 5000 Punkte schaffen. Der geht vielleicht nochmal, der kommt auch nochmal, aber leider nur 4200 Punkte, sehr, sehr schade. Aber immerhin haben wir es fast geschafft und das ist auch schon mal was. Probieren wir nochmal unten rechts jetzt, was Toni Kroos da macht, weiß ich auch nicht, können wir direkt neu starten. Ich wollte ganz normal einfach den unten rechts treffen, jetzt geht das doch. Muss aber ein bisschen Toni Kroos hier aufwärmen. Ah, der geht leider ein bisschen zu zentral, schade. Machen wir nochmal den hier oben rechts. Ah, leider nicht. Leider ein kleines Stück links zu weit, oder zu weit links daneben. Jetzt nochmal vielleicht. Der geht sehr, sehr gut und richtig schön getroffen, sodass wir jetzt schon 4000 Punkte haben. Jetzt auch, jetzt haben wir 5000 Punkte, jetzt müssen wir das nur irgendwie halten. Ich will jetzt nur nicht mehr diesen komischen Spieler treffen, wir treffen sogar noch das letzte und somit haben wir eigentlich ein perfektes Spiel fast gemacht. Ich glaube nur einen nicht getroffen und somit haben wir jetzt auch 11.181 Punkte von 5.000, also auch wir hier wieder mehr als das Doppelte geschafft. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so gut schaffe. Aber ja, umso besser, ne? Und dann machen wir direkt weiter mit der Gold-Challenge. Mal sehen, was wir da machen müssen. Bei dieser Übung gibst du deinen Distanzschuss in Richtung des Torwarts ab. Drücke B, um loszulaufen und den Schuss aufzuladen. Hierfür wählst du am besten einen angeschnittenen Schuss mit RB. Du hast 8 Versuche, den Ball in Richtung des Torwarts zu schießen. Also der Torwart ist hier wahrscheinlich wieder Loris. Oh, man muss direkt den Ball direkt schießen, oder was? Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Oder geht sogar rein hier, der nächste? Ah, das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber wir machen direkt den nächsten angeschnittenen Schuss. Es ist natürlich nicht unbedingt jetzt das Beste. Einen Schuss zu, wenn ich probiere einen ganz normalen. Ah, das ist Weidenfeller im Tor, wieso auch immer. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen. Schöner Schuss jetzt hier von Kroos wieder. Jetzt machen wir wieder einen angeschnittenen. Vielleicht kommt der ja ganz gut. Weidenfeller kann ihn aber gut halten. Jetzt sagen wir mal, Kroos hat ja auch 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, soweit ich weiß. Deswegen bietet es sich natürlich auch mit ihm an, hier auch mit links zu schießen. Machen wir wieder in die lange Ecke. Schöner Schuss hier, aber leider gegen die Latte. Schade, schade. Hätte, ja, was werden können auf jeden Fall. Jetzt richtig schöner Schuss und wieder gegen die Latte von Toni Kroos. Jetzt machen wir vielleicht mal den letzten. Und der geht leider am Tor vorbei. 1400 Punkte, oder ne, 2000. 2060 Punkte und wir haben es trotzdem geschafft. Also wir haben, glaube ich, nur 3 Mal getroffen und es trotzdem geschafft. Ja, finde ich nicht schlecht. Auf jeden Fall hätte ich auf jeden Fall noch mehr rausholen können. Aber umso besser, dass wir es jetzt geschafft haben. Ist zwar knapp gewesen, aber das Gold-Level fand ich jetzt sehr einfach, ehrlich gesagt. Aber umso besser. Wir machen dann direkt weiter und gehen jetzt direkt zur Skill-Challenge. Und zwar, ja, bei dieser Übung sollst du so viele Ziele und Wasserflaschen wie möglich treffen. Wende alle Fähigkeiten an, die du in den vorangegangenen Übungen gelernt hast, um den Schuss der Situation angemessenen Schusstyp zu verwenden. Es gibt mehr Punkte, wenn du Ziele härter und genauer triffst. Dir werden 16 Bälle zugespielt, erziele damit so viele Punkte wie möglich. Das werden wir doch jetzt mal probieren. Und schießen wir direkt den ersten Schuss mit Toni Kroos, aber der kommt leider nicht wirklich an. Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt direkt schießen muss, ich weiß es gar nicht. Glaube ich aber nicht. Hier, du hast jetzt direkt das erste Ziel getroffen. Sehr, sehr gut auf jeden Fall gemacht von Kroos hier. Und hier wieder ein geiler Schuss, Volleyabnahme und direkt oben links in den Winkel. Besser geht's eigentlich fast gar nicht. Jetzt wieder Kroos, aber der geht diesmal leider ein Stück zu hoch. Ich weiß nicht, ja genau, 15 Versuche hatte ich, glaube ich. Jetzt wieder eine Direktabnahme, aber diesmal geht der Ball leider nicht so gut oben links in den Winkel wie davor. Jetzt schieße ich leider ein bisschen weit rechts vorbei. Das geht auf jeden Fall besser mit Toni Kroos. Jetzt vielleicht nochmal. Der geht ganz gut. Oh, der geht leider am Tor vorbei. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der am Tor vorbei geht. Jetzt schießen wir vielleicht nochmal einen drauf. Oh Gott. Aber so weit ist natürlich nichts mit vielen Punkten. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man haben muss oder haben sollte jetzt. Auch der geht am Tor vorbei. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen ruhiger das Ganze machen. Hier nehmen wir ganz ruhig den Ball an und schießen ihn ganz normal mal rein. Immerhin Punkte, immerhin 500 Punkte dafür, dass wir ein Tor geschossen haben. Jetzt vielleicht nochmal. Ich versuche ein Ziel zu treffen, aber es klappt irgendwie nicht. Diese Männchen natürlich darf ich davor auch nicht treffen. Aber ich muss einfach die Ziele da oben treffen. Genauso wie jetzt. 2100 Punkte, das war doch schon mal ganz gut. Jetzt kommt direkt der nächste Ball, der drittletzte oder der vorletzte, glaube ich. Ja, und wir treffen wieder ein Ziel, sehr, sehr schön. 2100 Punkte. Jetzt können wir vielleicht nochmal 15.000 schaffen. Ich weiß gar nicht, wie viel man haben muss. Aber 15.000 wäre nochmal möglich. Ja, jetzt haben wir ein ganz normales Tor geschossen und wir haben noch einen Versuch. Mit dem schaffen wir, glaube ich, keine 15.000 mehr aus. Das ist jetzt ein richtig geiler Schuss. Ja, er trifft immerhin nochmal ein geiles Ziel hier, 2700 Punkte. Aber wir schaffen es trotzdem nur auf 14.675. Aber ich denke, das ist auch ganz, ganz okay. Wir sind bei Halbprofi besser abgeschnitten auf jeden Fall als in den anderen beiden Modi, wo wir jeweils, glaube ich, nur Anfänger waren. Und ja, einmal werde ich es, glaube ich, noch probieren. Ich habe nochmal Lust, das einmal noch zu probieren und das Ganze in Ruhe durchzuführen mit Toni Kroos. Und der ist jetzt leider nicht so gut gewesen, aber da war auch die Mauer im Weg. Also wie gesagt, erstmal haben wir es schon mal Halbprofi geschafft, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt schießen wir leider die Mauer ab. Weil die ersten beiden Versuche waren schon mal eine totale Katastrophe. Das geht auf jeden Fall nur besser.
schießen wir mal hier, aber ja, auch der geht leider am Tor vorbei. Wir sind immer noch bei minus 400 Punkten. Wenn das jetzt nichts wird, ja, gut, ein Tor geschossen. Ein schönes Tor eigentlich wäre das normalerweise gewesen. Aber ja, hier sind das ja nur 500 Punkte. Müssen wir die Ziele mal treffen, aber wir treffen irgendwie nichts. Wir haben im Moment erst 600 Punkte nach 5 Versuchen. Jetzt vielleicht nochmal. Diesmal haben wir ein Ziel getroffen. Immerhin sind wir jetzt bei 3300. Jetzt haben wir noch 10 Versuche. Wenn bei allen einigermaßen was rausspringt, dann wäre es natürlich ganz gut. Aber der ist natürlich eher weniger gut, dieser Schuss. Und wir können natürlich auch mal mit Kopfball das versuchen, wenn der Ball ein bisschen höher kommt. Jetzt treffen wir erstmal nochmal das Tor mit 500 Punkte. Aber ja, das bringt uns auch nicht wirklich viel. Also ich denke, der Versuch wird nicht mehr so geil. Auf jeden Fall wieder 500 Punkte nur geschafft. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen doller draufdrücken auf die Taste, damit ich auch ein bisschen höher komme. Jetzt nochmal ganz gut, 2300 Punkte hier erreicht durch Toni Kroos. Und wir haben noch 4 Versuche, also es kann noch möglich sein, hier nochmal besser als eben zu sein. Nochmal schön getroffen hier, jetzt 2200 Punkte diesmal. Und wir sind jetzt schon bei gut 9000 Punkten. Der geht leider übers Tor. Wenn der nochmal getroffen hätte, dann wäre es nochmal spannend geworden. Dann wären wir vielleicht nochmal an unser Ergebnis von eben rangekommen. Jetzt schießen wir nochmal und der geht leider nur ins Tor. Hört sich auch ein bisschen komisch an, der geht leider nur ins Tor. Jetzt vielleicht nochmal, aber auch der geht nur ins Tor. Und jetzt haben wir noch einen Versuch. Da muss schon was richtig Geiles jetzt bei rausspringen. Machen wir mal direkt Abnahme. Und ja, auch leider nur ins Tor. 10.400 Punkte, aber immer noch ganz angemessen. Unser Rekord ist der von eben, nämlich 14.600. Und somit würde ich diese Folge dann auch beenden. Neu starten wollte ich jetzt nicht. Können direkt Übung wechseln machen. Und ja, somit, wie gesagt, würde ich dann dieses Ding auch abschließen. Das ging, glaube ich, sogar relativ schnell. Fand ich ehrlich gesagt relativ einfach. Zumindest im Gegensatz zu den anderen beiden Dingern oder anderen beiden Challenges, die wir hier hatten. Nämlich einmal den Flachpass und einmal den vorgeschrittenen Flachpass. Das Schießen fand ich, wie gesagt, ziemlich einfach. Beziehungsweise, ja, habe ich das zumindest ganz gut gemeistern können. Sorry. Und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen mit dem fortgeschrittenen Schießen. Also da nochmal ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen ja, andere Schüsse auf jeden Fall, die dabei herausspringen werden. Und ich würde diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag und haut rein.